Stadt fahre. Das Wetter ist nicht gerade das Beste. Aber es könnte ja noch schlimmer sein. Wenn wir etwas trinken, ist es offen. Silhouette. Das Opera. Neun ist der Kleiderbügel. Da ist ein reger Schiffsverkehr, Fähren, die nach allen Seiten ausfahren und auch von allen Seiten, wo wir retour kommen. Wir fahren von hier aus mit der Fähre nach Darling Harbour. Opera House by Night. Sehr speziell. Das Opera-Haus da bei Nacht. Sehr schön. Einmalig auf alle Fälle. Also wie man es eigentlich nicht sieht auf der Postkarte. Die Brücke in Sydney, bei den Einheimischen als Kleiderbrücke benannt. Bereits in den blauen Bergen. Da haben wir übernachtet und schon sind wir retour an der Küste. Da hören wir jetzt gerade den lachenden Hans. Ein Kokabura oder lachender Hans. Der Kokabura, der gehört zu der Familie der Eisvögel, ist in Australien recht viel verbreitet. Ist ein ganz interessanter Vogel. Die ersten Koalas, die wir gesehen haben, Personen, die uns sehen, wenn ihr wirklich Natur und Tier sehen, dann dort für einen Anfang einmal in eine in einen speziellen Tiergarten gehen, wo ihr sehr viel lernen könnt und wissen, wie dass ihr neu auch die Tiere beobachten müsst. Der Fitzroy Wasserfall. Da ist zwischen Sydney und Canberra gelegen. Schöne grüne Landschaft dort. Dort haben wir auch in der Nähe übernachtet. Einfach früh auf dem Parkplatz im Wald rein. Das Dorf im wunderschönen Kangaroo Valley, das ist auch zwischen Canberra und Sydney, aber näher von Canberra. Rennwetter da. Die wilde Brandung da. Hier in dieser Stadt hat so die Blaslöcher. Auf einer abgelegenen Roswied sehen wir da zuerst mal wilde Känguru. Die Zünden, die sind natürlich für Känguru absolut kein Problem. Sehen wir das da? Nein, es geht nicht. Mit eher Leichtigkeit kommt bei dir drüber. Jups, und dann sind sie einer für. Papageien, die sich da an diesen Blüten laben. Es ist eine Pracht.
die Blüten und die farbigen Vögel hier, wunderschön. Am Strassenrand ein Schnabuigel oder Echidna. Auf der Höhe von Melbourne, am Strand, im Proms-Nationalpark. Fantastische Sandstelle, etwas Wunderschönes mit diesen grossen, runden Steinen. Wir sind auch ein bisschen verkältet. Wanderung durch die Wildnis. Etwas ganz Schönes. Im Poms Nationalpark. Am späten Nachmittag Wombats. Man muss sie suchen und sehr aufpassen, weil die sind sehr scheu. Wenn sie ihn sehen, säckeln sie davon. Känguru. Hier sehen wir die ganz grossen. Die grauen Riesenkänguru. Auf dem Campingplatz. Man würde das nicht meinen. Man ist mutterseelen alleinig. Auf 100 Meter hat es dann vielleicht auch mit den Nächsten. Und das hier, das sind Emus. Das ist der australische Strauss. In einem Wald, wenn es die Koalas hat. Wir laufen hier ein bisschen rum. Und gleich schon sehen wir von diesen Koalas. Es luftet und tut, aber die Koalas, die haben kein Problem hier auf ihren Bäumen. Man muss einmal gucken, mit welcher Leichtigkeit man die hier über die glatten Baumstämme, die ich klebere. Schon herrlich, wie die hier über die Bäume gehen. Manchmal hat man das Gefühl, wow, jetzt kriegt es gerade an, gerade wie hier. Aber das Bambeln da jetzt mit dem Hinterteil und mit zwei Hängen vor, tut es sich heben. Und jetzt kommt es mal neu sehen, dass es ja beißt durch den Weg. Also da tut man gerade ein bisschen kratzen und dann kann es dann um mich weitergehen. Auf Augenhöhe als Koala mit dem Jungen. Wir können das hier super auf 2-3 Meter fotografieren und filmen. Man muss schon sagen, Koalas, die sind nicht scheu, die lassen sich auch nicht so hurtig stören von uns Menschen. Gucken es etwa auch an, als wie wir sie angucken. Das ist manchmal ganz lustig. So, jetzt startet es hier über das Zundgeländer. Sieht schön, das Kleine auf dem Bauch. Jetzt hat es gewechselt auf den Rücken. An uns neben vorbei, auf einem halben Meter etwa. Und jetzt springt es vom Gelände rum in die Bäume. Hoppla, das hat geklappt. Jetzt noch mal weiter und das Kleine ging auf dem Rück. Das kann sich ganz fest haben. Als Hagelwärter über die Goldgräberstadt Ballarat. Das ist nördlich. Sämtlich ist das der Kälte. Und anschliessend das Kälte. Wunderbarer Regenbogen über die Seele von Ballarat. Hier sind wir im historischen Ortsteil von der Goldgräberstadt Ballarat. You are cooking the dinner? No, I'm just going to pour some water, maybe coffee. Aha. No fire, no hot water means no coffee. Yeah. I like the coffee. 28, yeah. Well, that makes me 79. Yeah. And no. You're still working all day? Oh, this is a hobby. I don't get, I'm a volunteer here. Ah, it's a hobby. And I come in 2 days a month.
Uh-huh. And this is where I live for the day. Yeah. And it gives me something. I've been doing it for 25 years as a volunteer. This was a derelict site of old mines right through here. Yeah. And it was covered in weeds and trees and blackberry bushes and rubbish. Uh-huh. And they started out with the idea of what they wanted to do. But I don't think anybody realised just how big it was going to become and how successful. Uh-huh. And it's the only theme park in Australia that makes a profit. Yeah? Yeah, they cover all their costs and then there's some money left over. Da tun wir eintauchen in die Zeit von den Goldgräber in Australien. Es ist super gut gemacht. Die Leute kommen auch in diesen historischen Kleidern. Und sie tun sich auch verhalten, wie wenn sie eben in dieser Zeit würde leben, wo das da hier entstanden ist. Die Känguru leben auf einem Golfplatz. Das ist eine ziemlich grosse Kolonie von Känguru. Und die Golfplatzbetreiber haben natürlich kein Problem mit Rasenmähen. Das besorgen die Känguru auf elegante Art. Das ist ein Leben miteinander. Ich weiß ja nicht, ob ab und zu mal ein Känguru so ein Bälle verwünscht. Auf jeden Fall, wie sie auf dem Golfplatz umgelaufen und uns ist nichts passiert. Das heisst, man soll die Känguru hier auf dem Golfplatz nicht provozieren, wegen wenn sie mehr putzen mit den hinteren Beinen, ist das nicht gerade lustig. Nein, das ist sogar schmerzvoll. Wir haben es nicht provoziert, du kannst dementsprechend auch nicht genau sagen. Das darf aber nicht wahr sein. Hallo. Ein wunderbarer Rastplatz um mir mal am Meer. Schöner Strand, Gäbungsplätze. In solchen Dörfern tun wir ein paar Wohnmeisen Lebensmittelproviant auffüllen. Südaustralien, das ist schon noch ein schönes Gebiet. Es ist eindrücklich, fast wie in Neuseeland. Da auch ein Weltsbaum. Es ist ganz, ganz schön hier in dem südlichen Australien. Schau mal das. At the Great Ocean Route. Die 12 Apostel. Sehr interessante Region mit den Preisformationen. Wir haben zum Glück da am Morgen früh schon bereits da gewesen und hier können wir Fotos mit dem entsprechenden Sonnenlicht. Thank you.
Jetzt kommen noch ganz viel mehr, die wir gar noch nicht gesehen haben vorher. Oberhalb von unserem Auto ist das Koala, das hier in der Bunkrone hockt, wo weit und breit kein Mensch. Wir sind also alleinig. Wir merken dann auch schon, dass es noch zwei oder drei andere Autos hat auf dem Parkplatz. Aber Campingplätze oder die Stellplätze sind so weit auseinander, dass sie 200-300 Meter zum Teil. Es gibt aber noch nähere, die vielleicht 150 Meter weg sind. Aber man fühlt sich total alleinig in diesen Plätzen. Ja, das Koala, das ist fast gar ein bisschen zu unserem Haustier gekommen, weil es ist die ganze Zeit, wo wir dort waren, auch bei uns geblieben. Tag und Nacht war es unser Begleiter gewesen. Koalas, die schlafen eigentlich fast den ganzen Tag, aber so am späteren Nachmittag, 4 Uhr, dann kommen sie dann langsam lebendig, gehen in die Höhe, in die Kronenwuche, kann die guten, saftigen Blätter fressen. Aber sie sind sehr wählerisch. Von den vielen 100 Eukalyptusbäumen, die es gibt, tun sie nur etwa von 25 Bäumenblätter fressen. Sie sind also noch recht geschnückte. Und da sehen wir, wie ein Wuhi steigert. Oftmals, wenn es der Fester ist, kommen sie an, auf den Boden, laufen über einen Platz zum nächsten Baum und dort gehen sie um den Wuhi. Man muss auch sagen, dass meistens nur ein Koala auf dem gleichen Baum ist. Das ist aber nicht ging so. Und hier da haben wir eins, das am Abend um die Zeichne vom Baum oben nachgekommen ist. Wir haben es mit unserer Taschenlampe angezündet, mit dem Gerät gestreichelt. Das ist ein komisches Gefühl, die Koala stinken erbärmlich nach Eukalyptus. Aber das ist halt so. Die schönen weißen Schreihäuse, die sieht man natürlich durchweg. Aber es ist sehr schwer zum Fotografieren und Filmen. Wenn man sie endlich auf der Linse hat, dann fliegen sie davon. Aber wir haben es hier fertig gebracht, zwei, drei von denen können zu filmen. Schaf. Im Landesinneren, in der Nähe von Hamilton, sehen wir hier die vielen, vielen Schafe. Das sind Tausende. Und der Zufall hat wollen, dass wir gerade hier nach Schafsteigerung gekommen sind. Hier in diesem Dörfli, wir haben es gesehen, sie sind hier gar nicht ein paar gewarnt, internationale Gäste oder Touristen zu haben. Eukalyptusbäume, die mich ausgeschlagen haben nach einem Brand. Durch verschlafene Städtchen, wir treffen sogar einen Frauenarmer, der Piraten ist aus der Schweiz. Wir wechseln ein paar Worte und weiter geht's, ging bis zum Murray River. Der Murray River mit nicht ganz 4000 Kilometer Länge ist der längste Fluss von Australien. Er führt aber ganz wenig Wasser. Er bringt im ganzen Jahr etwa gleich viel Wasser wie der Amazonas an einem Tag ins Meer. Weiter bis Handorf. Das ist unser grosses Etappenziel und von da weg
geht es dann auch zum zweiten Teil. Hier sind wir in Hahndorf. Das ist ein Inn. Da gehen wir etwas essen. Pies. Jetzt gehen wir einen Pie essen. In Hahndorf. Und parkieren du am Schatten. He? Da war einer. Wir fahren von Port Augusta durch die endlose Weiten, Ebene und halbe Wüste stundenlang bis nach Cupertino. So sieht es aus, einfach nichts. Und voilà in Cupertino. Ah, oh, I give you. No, you don't give me. I give you. Nee. Ja. Das Zentrum von Cupertino. In Cupertino leben etwa 4'000 Leute. In Cupertino hat es ziemlich viel von den Eingeborenen. Der Ort ist verstreut auf 40 Kilometer. Okay, wo bleibt ganz oben auf der Liste? Ah, ja. Die zahlen den gleichen Flug. Nein. Ja. Da kriegst du sofort Accommodation, alles die mit. Die geschliffenen Steine, die kannst du nicht verkaufen, ne? Ist ja klar. Ne? Ja. Die Chinesen, die lassen die billig schleifen. Kommen oft so Schweizer oder Deutsche? Hauptsächlich Deutsche. Hauptsächlich. Sehr viele Deutsche. Ist Wahnsinn, was da hier rumlaufen. Unwahrscheinlich. Ja. The next stage, we have to sand it and we put it on a stick. You've got the top sticks there, mate. We sand it, take all the scratches out. We start with 320 grit, go to 800 grit, then 1200 grit. Da sehen wir auch Opalfund. Das ist das, was Opal Schürfer suchen. Und hier sehen wir den Eingang zu der Kirche. Das ist die St. Peter und Paul. Der Eingang unterirdisch in Podeni. Und drinnen ist es natürlich schön gebig. Ging 22 Grad warm, Sommer und Winter. Gegenüber draußen, was die Temperatur im Sommer auf 50 Grad wohin geht. Auch im Winter in der Nacht auf einen Gefrierpunkt eingehen. Die Gefahrentafeln da signalisiert, dass man nicht so im Land rumlaufen soll, weil es hat da durchweg Löcher von diesen Opalsuchern. Und plötzlich kommt man ein Loch ein und kein Mensch merkt es. Wir sind hier noch im Outback. Es ist Frühsommer, man sieht es, da der rote Herd und die Gebüsche sind alle wunderschön grün. Wir haben auch gesehen, dass es geregnet vor ein paar Tagen. Und wenn man ein paar Meter ins Land einläuft, sieht man auch, dass es blüht. Es hat hier die verschiedensten unauffälligen Blumen.
Wie sieht da die wunderbare Landschaft, der rote Herd, die grünen Gebüsche, die weißen Wolken und der blaue Himmel. Es ist wirklich einmalig. Hier sind wir beim Rothaus Glendambo. Wir fahren hier auf der Straße der Road Trains. Da kommt gerade einer. Die Road Trains, die haben natürlich durchweg einen Vortritt. Alles muss den Platz machen. Das sind mächtige und gewaltige Lastenzüge. Die sind maximum 53,5 Meter lang. Und dürfen bis maximum 140 Tonnen. Das ist ein schöner Platz, wo wir übernachtet sind. Und der Hocker da, der muss ja auf Australien filmen, sonst geht es doch nicht. Hier sind wir bei einer Station der Royal Flying Doctors. Das sind die fliegenden Ärzte, die die Farmer in dieser unendlichen Weite vom Outback betreuen. Port Augusta City Center. Sonntag, da wird gespielt. Städtli Clare Valley, das ist das zweitgrößte Via-Gebiet von Australien. Und hier am Sonntagnachmittag in einem Park. Das Clare Valley, das ist das Paralleltal vom Barossa. Barossa ist ja das grösste Weingebiet in Australien. Hier im Bundesstaat Südaustralien. Da hat es WC-Felder, unendliche Weiten und dementsprechend da auch die Lager. Das ist WC, also auf Lager in Grösse von Fußballfeldern. So wie man bei uns den Green hat. Das ist eine Fähre über den Murray River. Der Murray River ist ja der längste Fluss in Australien. Es hat fast gar keine Kinderbrücke. Lobsterhauptstadt von Australien, das ist Kingston, SE. Das ist im Süden vom Bundesstaat Südaustralien. Hier haben wir einen riesen Lobster vor der Beiz, wo wir denen auch einen Lobster versucht haben. Um jetzt mal Emus, von denen sehen wir sehr viel in Australien. Die Fährschiff, das scheint, dass das billiger kommt, wenn der Brücke zu bauen. Auf jeden Fall funktioniert es wunderbar. Zuerst oben nach oben, nein, erst hier. Wie das durchweg blüht, die Bäume und durchweg auch die Papageien oder die Sittiche. In einem Eukalyptuswäldchen, da hockt das Koala da am Boden. Man kann es sogar streicheln, es interessiert sich nicht. Man kann es auflöpfen, das Einzige, was es macht, am ersten Anstab abknagen. Und da ein Känguru mit einem Jungen. Jetzt geht das Junge, das schon relativ gross ist, gerade in die Fütte. Erstaunlich, wie das
der Tiche kommt und sich kann drehen kann. Weil es ist ja Kopf voran eingegangen und das geht nicht lang, ist der Kopf von mir voraus. Voilà, die Mutter muss noch ein bisschen tischen. Jetzt ist schon nicht perfekt. Ja. Die sind fast gar zusammen. Man kann sie streicheln, kräbeln, die genießen das. Und manchmal hat man das Gefühl, die sind sogar froh, wenn man sie fotografieren. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr zutraulich. Ich möchte vielleicht Futter. Aber man soll ja das nicht machen. Oh lala, guck mal da. Aha, Mutter will es machen, zurückzugehen. Ein Wahnsinnsstutz. Gredi ei und einer für mich wei. Es sieht da vom Auto aus weniger schlimm aus, wenn es da Wahrheit ist. Also bei uns hätten wir garantiert eine Brücke gemacht. Die Farbe gebracht von dem Vögel, es ist wahnsinnig. Grün, purpurrot, blau, gelb, rot. Also, man kann nur staunen, was die Natur alles zusammen präsentiert. Aber eben, wenn man die Augen offen hat, dann gibt es sehr viel Schönes zu sehen. Die Menge ist auch fast gar unscheinbar. Schauen wir das Vögel. Wahnsinnig schön. Wir sind an der Küste, es geht ja schon bald nach Känguru Island. All the way from Sydney, Austria, about every 2 days in a train. Oh, very good. The country hates it. Yeah, can't worry about you holiday people. How long have you been in Australia? Three weeks, about before. Oh, right. We are on our way to take Jervis and then to terrific. But it's a long way. We had a Swiss girl stay with us for 2 or 3 weeks. Worked on our farm. Uh-huh. Oh, yeah. I'd be on a farm where there was cattle and horses. Yeah. Uh-huh. You have a lot of cattle? Yeah, we got a fair mob. Yeah, a couple of hundred. Wow! And what do you do now here? Some didn't get tagged when they were little calves, and so we brought them in to tag them, put tags in their ears. Uh-huh. So that we can tell who they belong to. Yeah. Warte mal, bei der Springhisse. Your surname is Spring? No, it's Spring as in water springs. Yes. That's just the name of the property. My name is Spring. So there you go. I thought perhaps you are surname is Walter. Walter. Walter is ours. We own a couple of properties here. Yeah? So. Uh-huh. You have just cows or you have also sheep? We used to have two dairies and two cattle. Milk farm. And we have, Dad used to have sheep. Yeah. Hat sie verloren. Hat sie verloren, ja.
We also have tourism, some tourism. Oh, yeah. A school camp. Uh-huh. mostly local schools from Adelaide, yeah. Though. Ah, full on. Full on. Yeah. We have dormitories for 60. 60 children. So, yeah. That's something apart from farming. Do you have in the surroundings, you have the kangaroos? Yes, lots of kangaroos. Yeah. Here? Too many, yeah. Ah, yeah. We shoot them when we can. Ah. they're a pest. No, we don't get koalas or wombats. No, none of them. But we get echidnas, yeah. Spiny, and kangaroos, mainly. Mm-hmm. And then other smaller. The wallabies? No, not wallabies. Down towards Cape Jervis, they have some wallabies. Yeah. But not up here. The grey kangaroos, the big one? No, just the grey ones. Okay. So, have a nice day. Thank you. Yeah, you too. Thank you. Yes. Thank you. Bye. Ferry für Nyobri auf Kangaroo Island. Der muss da im Hafenbecken hinkehren und hinter sich zu und wir mit dem Auto dann auch hinter sich drauf fahren. Alles ein bisschen mühsame, komplizierte Sache. Ja, die Fähre. Da muss jedes Auto hinter sich drauf, weil auf der anderen Seite muss man ja vorwärts rausfahren. Und darum geht es nicht, dass man vorwärts drauf fährt, weil das Schiff hat nur einen Ausgang und einen Eingang. Das heisst, der gleiche Eingang wie der Ausgang. Also muss man vorwärts raus und rückwärts drauf auf das Schiff. Hier sind wir schon bereits auf der Insel. Auf einer Schaffarm. Der Farmer tut uns hier eine kleine Demonstration machen. But this is a single ply. Single ply in its own right is not particularly useful because the fibre is twisted only one direction. In commercial situation, they spin up their single ply and then make up yarn thickness by the number of ply. Hence you get your 2, 5, 8, 12 ply yarns. Mm-hmm. Fly. Mm-hmm. Just to demonstrate. Mm-hmm. Now it's stable, mm-hmm. And it's got the strength to it. Oh, it's strong. Well, very strong for its thickness. Mm-hmm. For just its normal so. It fits up into that kind of fabric. That represents the fabric used by the North Sea and North Atlantic fishermen before plastic. What the proof? Well, water resistant. Can't carry it around. It's not a very good bucket. Der tut sich füllen mit Wasser. Und dann tut die Wärme von deinem Körper behalten. Neopren. Ja, Neopren. So that's all clean. But it's the same. Twice. Same wall, we've just washed. Yeah. But they're not out at this time of day, they're hiding, so they're nocturnal, so.
wie in Australien üblich, fast alle Strassen sind so Pisten, hart und grün und Sand. Und da sind wir an einem Wettbewerb von der Schafscherer. Der findet in im Jahr statt. Ausgerechnet an diesem Tag sind wir hier. Die Teilnehmer von dem Schafscherwettbewerb kommen aus Neuseeland, aus ganz Australien. Und ihnen haben sie sogar gesehen, dass sie ja Schottländer und das war es. Okay, you ready to go? Timekeepers, judges, 3, 2, 1, go. Oh, yeah, this is the master. Oh. 5 seconds off the belly tub. Down into the underbine. Oh, here we are. 60, under 60 years old. The sheep doesn't want to keep moving at all. Beautiful ball, Estes. Third place is $50 from Oh, it's smoky. Where that goes? Steeds volgefahren. Nein. A long way from home. 32 seconds. Dylan Robinson is ninth shearer in the intermediates. We have 18 shearers. Das ist auf Kangaroo Island, die Seal Bay. Hier sehen wir die australischen Seelöwen. Sea Lions. Das Interessante an diesen Seelöwen ist, dass sie auf allen vier Beinen laufen, was alle anderen Robben nicht machen. Also sie laufen wie ein Hund. Jetzt auf der Insel von Kangaroo Island hat es hier die Sanddüne und die sagen dem Little Sahara. Zu dieser Farm ist eben noch auf der vorderen Seite ein Campingplatz. Wobei Campingplatz, muss man sich nicht einen Campingplatz in Europa vorstellen. Und zwischen diesen Plätze für die Auto abzustellen oder Zelt hat es gegen Eukalyptusbäume und da hat es jede Menge von diesen Koalas auf diesen Bäumen oben. Ab und zu kommt eure Sache und schlendert dann quer über das Gelände bis zum nächsten Baum.
sehr interessant da. Wir sehen hier Wallabies. Es hat hier sehr viel. Das ist eine kleine Art von Känguru, die jeweils am Abend vorankommen und die ganze Nacht um unsere Autos sind. Känguru. Hier auch. Ganz grosse. Wir laufen da durch einen Sumpf, der trocken ist, mit so hohen Studio. Plötzlich haben wir das Känguru vor uns. Der ganze Weg ist vielleicht 1,5 Meter breit. Und wir stehen jetzt da und das Känguru kommt ganz langsam an uns vorbei und springt dann ein bisschen davon. Und da geht es hin zum Admiralsarch in die Höhle. Das ist der Admiralsarch, eine Touristenattraktion. Da können wir sich gar weiss das Loch angucken. Und hier ein Tiger Snake, also eine Tigerschlange. Das ist eine Otterart, extrem giftig. Schön, wie man hier sieht, der Breithals. Der Breithals, was sie macht zum Angriff, muss also auf der Hut sein. Weil hier in dieser Region ist es aussichtslos, wenn wir jetzt besser kommen von dieser Schlange. Keine Chance. Australische Gänse. Sieht man sehr viel. Die komische, interessante Nase, die sie haben. Schwarzer Schwan. Ja, schwarzer Schwan. Interessanterweise, wenn sie Flügel ausstrecken, sieht man weiss. Also unter den Flügeln sind sie weiss. Da ein Känguru bei unserem Auto. Die sind übrigens sehr zahm da. Kommen zu haben. Ich kann es am Hals kräbeln. Da, ja, da. Da humpelt es um mit der Fahrt. Hier auch, ganz nah vom Auto, wo wir übernachten, die Känguru. Es hat übrigens sehr viel Känguru da. Und hier um den Punkt, wo alle Touristen hergegangen. Der Schnabuigel, oder eben Echidna, das ist ein Igel, wo du die Eier legen. Als Wien, als Huhn zum Beispiel. Am Strand von Lyon. Das soll der schönste Strand sein. Briefkästen. In allen unmöglichen Arten. Westrummel. Kühlschrank. Waschmaschine. Noch ein ist ein Kühlschrank. Solche Briefkästen sieht man im ganzen Südaustralien. Auch vom Campingplatz, das ist eine Farm, wo auf ihrer Seite ein bisschen Platz für Camper hat. Die Papagei da. Das Vögel, das tut an dieser Blüte Nektar suchen. Und der da zuoberst oben in luftiger Höhe tut er da ein paar Restchen suchen. Wir gehen hier oben. Ja, australische Flagge. Und da geht es um auf die Fähre. Und wie das auf diesen Fähren ist, muss gegen hinter sie drauf fahren.
sehr komplizierte Leute da mit diesen Fähren. Das ist nicht zum Glauben. Ein grosser Kamion mit Schaf. Vierstöckig sind hier die Schafe geladen. Im Zentrum der Stadt Adelaide, da wollen wir unsere Reise in Australien beenden und wir zurückfliegen in die Schweiz. The iPods.